zu Recht. Quatsch, man erzählt so einen Scheiß nicht. Liebe Grüße zurück, Nissan. Liebe Grüße zurück. Ja, aber hab ich ausgerichtet. Kannst du vielleicht noch ein Dilemma-Bild mit Fokus für die... Ich hab tatsächlich einige Dilemma-Bilds auf dem Channel. Ich muss nur bloß einfach mal gucken auf YouTube. Einfach mal eingeben in die Suche. Ja, genau. Ich hab sogar eins mit mehreren Dilemma-Bilds in einem Video. Ja, machen wir auf jeden Fall. Nächstes Mal machen wir auch so. Dilemma ist eh geiles Set. Eins der stärksten. Ist ja nicht so, dass wir das jetzt das alle. Geht's bestens, auf freut mich, Benze. Wir es auf jeden Fall. Dafür nicht. Noch einmal machen. Ja, einmal laufen wir noch. Ich hab einen Healer drin, will ich gerne. Einmal laufen wir noch. Oh, ich muss so kurz. Moment. So, ich muss was anderes jetzt mir anziehen hier. Hanna, kannst du aufhören damit jetzt? Da schießt das, hallo? Wie viel Katarsis-Masken haben wir drin? Haben wir überhaupt eine? Hallo? Nee, ich hab Kopo immer noch. Also soll ich Eine haben wir auf. Meinst du Katarsis oder meinst du Kojote? Ah, Entschuldigung, Kojote. Jeder hat eigene Katarsis, der passt doch. Jeder sorgt für seine eigene Heilung. Ich hab jetzt Kojote auch drin. So. All ready to go. Muss man bei Umbra irgendwas beachten? Muss ich jetzt irgendwas Du musst nur ein Auge drauf haben auf deine Stacks halt, ne? Du baust halt die einen Stacks auf, während wir jetzt hier rumlaufen. Und die anderen Stacks baust du auf, wenn du in aktiver Deckung sitzt. Aber da kannst du gleich mal drauf achten, wenn wir eh spielen. Wir haben ihn noch gar nicht gestartet, kann das sein? Oh ja, wir müssen doch. Wir müssen Raid zurücksetzen. Ach, ey, was ist das für ein YouTuber, Alter? Kommunikation ist alles, meine lieben Freunde. Aber kurz zurück. Schön, dass wir drüber geredet haben. Wie war das nochmal? Und jetzt ohne Verluste. Wir versuchen es. Ich grüße Sie, Agent. Valhalla habe ich tatsächlich nicht durchgespielt. Weil mich irgendwann einfach nicht mehr gepackt hat, leider. Das war leider die Luft raus. Ja. Obwohl ich das Setting extrem geil finde, ne? Ich stehe auf Wikinger. Aber das war. Oh Junge, du gehst zwei Stunden online, ne? Also zwei Stunden zum Streamen, ne? Zweimal die Woche. Und diese zwei Stunden kriegst du immer ständig Kugel in die Fresse, in den Arsch, keine Ahnung wohin, durch den Haare Banane. Sieht noch mal dumm aus für mich, weil knapp 4 Stunden im Spiel und sie haut mich raus in der Situation. Egal, wir lachen, wir hassen manchmal. Seine Art des Zuckers. Ja, ist doch super. Das ist doch super. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Mutter war das, Mann. Gar nichts. Muss ich mal umdrehen. Ich hab Pistole in der Hand. Ja. mit dem hier, wie heißt der Trigger? Wie heißt das denn? So, auf, guck, und jetzt sind wir im Kampf. Der erste Buff ist da. Das ist der Heilungsbuff. Ich hab ein Knüppel in der Hand. Das ist der Heilungsbuff. Der wichtige baut sich jetzt auf. Der auf der Seite, Mann. Der will mein Freund sein. Ja, der ja, ich bin ja ein Freund. Ja, gut. Jetzt wird's los, ey. Ihr müsst mich hier schon mal flüstern, wo ich. Erstmal alles einfach wegschießen. Einfach alles wegwischen, was dir für die Füße fällt. Bei uns ist immer Chaos angesagt. Okay. Wir spielen nie nach Regeln. Wir machen jetzt und das Verfahren. Du musst halt gucken, du musst dir ein bisschen den Spielstil aneignen, dass wenn du wenn du anvisierst und ballerst, dass du dann, wenn du in der Deckung bist, kurz rausgehst aus der Deckung, um den Buff richtig nutzen zu können, ne? Ja, ich hab viel Spaß. Hanne hat ganz viel Spaß. Alles wegritzen, was da ist, ist so. Ja, ich hatte die Karte auf normal. Hoffe ich mal, aber die Bots sterben schnell. Hast du die Karte auf normal? Ich? Bären? Ja. Ja, okay, super. Ja. Ja, okay, super. Auf normal und auch ohne Direktive. Gut, dass wir vorher geprüft haben. Gut, dass wir vorher gefragt haben. Sind allerdings. Aber man merkt schon an den Bots, dass sie schneller down gehen. Also normal down, normal schnell. Warning. You are now entering a contaminated area. Dann müssen wir einmal neu starten. Weizi, vielen lieben Dank für deinen Follow, dankeschön. Ist ja nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal Raid laufen und das Neustarten schlimm sein würde. Mach ich wieder Heiler? Ja. Einfach so wie gerade. Aber tatsächlich muss ich für Boomer gerade. So wie gerade. So wie richtig. Das, Boomer muss ich mich gerade umziehen. Das war der Spaß schon. Boomer ziehen mit Umbra ist tatsächlich nicht so geil. Also Raid ist fertig, du hast recht. Boomer ziehen mit Umbra ist nicht so geil. Ist ja wunderbar. Der war das ja kinderleicht. Ja, das grad, ja, ja.
Das war aufwärmen. Okay. Ich würde gerade überschreiben mit dem hier. So. Also ich mach wieder B. Ja. Was hier drauf? So. Du kannst gerne A machen, ne? So wie das gerade bei Hackern war. Das ist ja der Buchstabe hier. Das heißt, hast du schon mal gesehen wegen Raid und so, ne? Sobald wir A sagen, wird ein Viereck hier angezeigt, der du dann lange gedrückt halten muss, bis es deaktiviert ist, halt dementsprechend, ne? Dann mit okay, und wenn ich krieg, halt, haue. Ja, naja, von allen sieben! Gleichzeitig! Ja, von allen sieben. Ja, nein. Also, ins klären halt, ne? Wenn du Bot siehst, Bot schießen. Dann bei dem Boss nicht auf den Boss bitte schießen, ganz wichtig, dann sonst so kriegst du das Auge von ihm. Das soll nicht sein. Und nur dann, wenn wir sagen Damage, dann schießt du nur dann auf den Boss, ne? Und die Drohne nicht rausjagen, ne? Genau. Die Drohne nicht rausjagen. Die Drohne nicht, okay, warte mal. Ja, weil die Chamäleon, geiles halt, Ding. Eine der stärksten Waffen im Spiel, ne? Darf man nicht vergessen. Was darf ich? Die Chamäleon, wenn alle drei Buffs oben sind, brutal. Ja. Keine Ahnung, nimm dir ein Schild, falls du dann so ein bisschen lower bist oder was auch immer. Nimm. Okay. Oh, Nase juckt. Bin ich Gucker. Na los, ihr könnt schon mal aufmachen. Macht schon mal auf. Der Hanne schwitzt schon. Der Hanne ist schon am Schwitzen. Der möchte gerne noch drücken. Also ich brauch, hier kommen irgendwann. Da kommt er schon. Wow, wow. Das ist der Dicke da, der da. Genau, der Sahne holt sich jetzt sein Auge und führt ihn jetzt zum Ding jetzt. Komm her! Get over here! Get over here! Aber der ist schüchtern heute irgendwie, so wie scheint er. Ja, ein bisschen. Kann mal einer den Bot da hinten links bearbeiten? Bereit machen? Oh, oh, oh. Na, das ist okay, tu mal kurz tauschen. Ja. Darfst du Hane runtergehen? Du darfst runtergehen! Uma! Achtung, bereit an! Damage auf dem Kopf! Das Hane immer schaffen, mit seinem Hintern vor mich zu stellen. Auf die andere Seite! Schießt mir doch gerne in den Arsch! Was? Alter, ich hoffe, Jäger, das wäre nice! Wo? Ja, keine Ahnung, nicht mir die Rüstung erstmal wegplatzen lassen. Der Buchstabe A. Ja, ich drück schon. Achtung, oh, bereithalten. Gut. Ja, ist immer so. Bereithalten. Damage. Wo seid ihr da? Gut, auf die andere Seite. Da ist der Sniper, da. Ich dachte schon, wer schießt denn da die ganze Zeit? Guck mal, Hanna und Desana machen das gut. Ja, Desana ist mein Freund. Natürlich! Du bist ja hier. Achtung, ne? Bereithalten! Ja. Ey, du musst wechseln. Ne, also, Damage. Geil. Zum Akku? Andere Seite. Oh. So? Machen wir bald Desana und Hane. Komm. Ja. Dann heißen wir Desana! Desana, Alter, jetzt hat er ihm gegeben. Achtung! Desana, Alter. Wer steckt den Buchstabe A und B, Buchstabe A und B, ganz wichtig, nicht der Mensch. Buchstabe A. Ich drück. Alles gut. Schon gedrückt. Ich hab wieder Hanne. Naja, genau. Ja, er muss nicht wie ein Brett in der Hand. Oh, in der. Wie ein Brett in der Kurve. Ja, Alter, komm raus da hinten. Ja. Komm, dreh dich um, Digga. Gut. Rein machen. Oh. Alles klar. Überhitzt. Warte. Richtige Flasche. Warte. Ist ready. Achtung. Bereithalten. Damage. Und Slip haben wir aber auch. Ah ja. Na, einmal nur. Und warum nur auf den Kopf? Ja, so weißt du, der Mütze. Okay.
Weil da sitzt du halt ruhig, dann hast du die Zeit halt entsprechend vernünftig machen zu können. Warte mal. Ja, gleich kommt. Right Hand Damage. Jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Hat, ja, jetzt mal Bots klären, ne? Moto, hast du den Vorschlaghammer drauf geballert? Ja. Hey, der schafft das auch noch. Nicht nur Dinge Scorpio, nicht nur Dinge ist auch noch, dass das da dran gedacht. So, und jetzt? Ja, genau, das geht. So, du hast gerade angehört wie meine Frau, Alter. Ich hoffe, die hat das nicht gehört, Alter. Ich hoffe, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ich hoffe auch. So, komm, ich gehe. Nein, kommt euch was. Jetzt können wir mit Umbra durchziehen, tatsächlich. Jetzt können wir mit Umbra durchziehen. Alle weg. Also ich brauche hier nichts einsammeln, nein. Nein, du kriegst gleich was gemeinsam. Ja, 1, 2, 3, let's go. Bin noch gar nicht da. Macht nichts. Wir machen schon mal auf. Das ist nicht schlimm, da. Okay. Hier vorne, wo ich stehe, der Motor. Eine Kiste. Wo steht hier wer? Hier, Bernd, der Motorhead. Der Motorhead, die ist hier. Der muss sehr stabil, ne? Wenn alle Stacks bei der Kamillen aufgeladen sind, dann kannst du sie besser gehen. Das ist der Nerd und da musst du ran, ach, da musst du ran. Wir dürfen nicht mehr, wir waren schon heute. Okay, und da, okay. Ja, die Kamillen ist so ein geiler Hybrid aus Sturmgewehr und MP, ne? Ist ja eigentlich basierend auf der Vektor. Inventar, dann auf Ressourcen. Ressourcen, genau. Ressourcen, dann auf R2, runter auf die Schlüssel. Und da sind die drittvorletzten Schlüssel sind dunkle Stunden Chiffre-Schlüssel. Fragmenten. Chiffre-Fragmenten. Dunkle Stunden, neune. Ja, aber das ist der Schlüssel. Und weiter geht's. Okay. Ei, Motor, was hast du denn für eine Mütze auf den Kopf? Ich kann nicht mehr, Alter. Oh, was. Er schmeißt ja sein Ding am Schädel, Alter. Geil. Oh. Jupp. Wir werden jetzt geportet durch die Beschleunigung des Auftrags. Ich fahr zu langsam. Nicht nur du, der Hane ist einfach zu schnell, der einen Triggerfinger hatte. Alte, hat mit Alte zu tun wahrscheinlich. Guck mal, der ist schon unten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall mit Alte. Bei mir jetzt, war nicht bei mir. Ja, bei uns auch. Wie alt bist du denn? Alles gut. Wie alt bist du denn? Ja. Ich werde im März 58. Ja, was? Ist da noch, ist da nix. Echt jetzt? Echt jetzt? Ohne Scheiß. Du hörst dich aber älter an. Ja. Junger, hörst dich älter an. Ich wollte gerade sagen, hören. Mensch, hörst dich aber älter an. Nee, Junger. Mensch, nerd. Ich weiß nicht, wie alt der John ist. John ist aber, glaube ich, noch nicht so alt, ne? 49, sag ich das. John ist ein bisschen älter als ich. Oh. So, jetzt am besten da rein, wo die anderen sitzen, zum Beispiel wo Dashi sitzt, ne, kannst du da hinsetzen. In die Deckung, das ist die beste Deckung am besten. Und wir legen jetzt los. Da oben kommt der Boss. Einfach Impulse, die just so fun. Jeder hat seine Lieblingswaffe auf jeden Fall. Sonst ist er ziemlich hier hin. So, was wird bei dir angezeigt, Hanna? Bei mir wird gar nichts angezeigt. Das ist nicht, was er wild rumdrückst. Bei mir auch nichts. Ne, auf der Seite auch nicht. Drück einfach Mitte, 3, 2, 1, go. Ja, ich hab schon das gedrückt. Falsch. Ich hätte erstmal mal Wiederbeleber wieder auf. So, jetzt? Ah, jetzt bei mir links, wo ich stehe. Meine links, deine rechts. 3, 2, 1, go. Jawohl. So, jetzt mal oben den, hier den Rocket wegschießen erstmal. Noch den da. Ja, genau. Wen? Da kommt Hanne seiner, kommt jetzt raus gleich. Dizzy. Na, wir haben jetzt mal wenig Damage, können wir machen. Uah. Ja, es wechselt gleich. Gleich wechselt auch wieder, wenn der Rauch so. Ja, jetzt. Jetzt können wir auf dem Damage machen. Auf den kleineren Dicken. Mit der kleinen Lebensanzeige.
Schön, dein Kopf da halt, jawohl. 1,3 Millionen, okay, passt, schmeckt. Und jetzt halt auf den Diesel. Dass der so Kilometer entfernt sein muss, ne? Ach, Motor, ey. Wo ist er denn? Ist eine Punkt. Da hinten oder ja, was gerade zu? Ja, den großen, aber erstmal kein Damage. Das ich dachte mal, Chicken Chan Lila Gas, da macht noch kein Damage, dieser blaue lila Gas. Wenn er gleich wechselt, jetzt wechselt es auf so einen orangenen und dann ist wieder Damage Phase angesagt. So, jetzt orange und jetzt kannst du ihm geben, was du hast. Aber unser Healer macht hier die beste Arbeit. Also. Wir können hier stundenlang verbringen drin. Da haben wir auch nichts gemerkt, Mann. Ja, das macht er bei dir mit Absicht, oder? Weil du so viel Scheiße laberst. Jeder kriegt aber davon den. Ja, Callum, ist schon, ne. Aber wenn der Damage stimmt, den Jungs gut treffen. Es gibt aber viel schnellere, die... Oh, meine drei im Spiel. Tatsächlich ist es, die Bighorn auf Platz 1, dann die Adler. Und danach kommt schon die eiserne Lunge, ne? Muss so, ich echt sagen. Darauf achten, dass wir ich hab mich absolut verliebt in der Teil, gell? Ja. Nicht, dass du nachher wie bei Hakan, ne? Der hat bestimmt hier oben einen vergessen. Absolut die geil. Sind ja, also gut, sagt ihr schon. Da schreibt er schon. Eiserne Lunge gehört zu den Top 3, ja? Definitiv. Hat sich auf Platz 3 geschmuggelt. Wo seid ihr denn hochgelaufen? Was? Du musst gerade aus dort in den Aufzug schaffen. Geil. Oh, wir sind blöde. Warte. Hier? Warte. Ja, da ist sonst ein Zug, der kann so hoch. Im Fahrstuhl schauen. Ja, genau. Jawohl. Sorry, mein Fehler. Ja, jetzt John ist auch hier. Ich bin alter Knacker und nicht ganz so fix. Nein, du sagst sowas nicht. Ich komme irgendwann mal auch alle dahin, Mensch, hör da auf zu erzählen. So. Aber Nerd dauert doch gar nicht mehr so lange, Mann. Nerd, dann braucht ihr auf jeden Fall noch die Rucksack. Ja, doch, Geburtstag nächste Woche, oder nicht? Ja. Der wird 60. Du musst mal zu Nerd gehen, ja. Hier, zu mir. Komm mal zu mir, Bernd. Oh, Mann. So, hier gibt's, und hier gibt's auch eine Trophäe hier. Wo ist wer hier rein, oder hast du mitbekommen in den YouTube-Videos? Nein, wieder zurück. Ich lieb das Ding. Ist einfach geil. Den Nerd ist er. Den Namen musst du dir merken. Ach da. Ja, genau. Wer hat gelacht jetzt? Da, hier gibt's eine Trophäe. Hier ist keine Ausrüstung. Ist ein Teddybär oder was? Ja, es gibt auch noch, musst du Viereck drücken können eigentlich. Meine drei Elmo, Adler und die Kugelhölle. Oh, coole, krass. Ja, so ein Viereck kannst du drücken und dann... Optisch ein sehr, sehr geiles Teil, Kugelhölle. Nee, war ich noch nicht. Ich bin das noch nicht mitgelaufen. Ja, das ist so ein Kampfgaskanister, ist das. Ah, hast du bekommen? Okay, super. Das ist die Trophäe. Ja, ja. Perfekt, super, dann hast du es gemacht. Also ich habe das Ding hier noch nicht mitgelaufen, am Flugplatz mal versucht mit der Tochter, aber... Bin ich mal gespannt, wie dein Feedback ist nach dem Raid so jetzt, weil es ist schon ein geiles Ding. Sogar also besser. Ich kann nerven, ne? Ja, mach nicht, du musst nur schießen, nur Gegner töten, nichts anderes. Also die Mechanik machen wir, also. Ich hab ihn sogar lieber als den zweiten, muss ich sagen, ne? Wo ich den zweiten auch geil finde. Ist auch so, ist bei mir auch so. Der zweite ist bei mir so, weiß ich nicht. Zu mag ihn auch? Ja, zu kompliziert finde ich, ja, zu kompliziert. Oh, aber der hier habt ja hier... Bleib mal hier. Wir machen uns jetzt das hier auch. Hier kannst du. Ja. Mein Nerd. Genau, jetzt guck mal, die mit Granate haben wir. Das ist die nächste Kiste hier. Die kannst du jetzt auch öffnen. Da guck, diese Krypto, ja. Du musst halt die ganze Zeit immer da gucken, dass du halt beim Schießen aus der Deckung rausgehst und dann eine passive Deckung nutzt. Und jetzt weiter. Und zum Heilen und zum Aufladen halt in eine aktive reingehst, ne? Ja, ist halt immer an den Stacks unten, getan, die. Macht nichts. Aber sich jeweils immer auf- und entladen. Ja. Da ist der 25er reingebutschert. Das Zelt mit der Eisenlunge ist hochgebaut. Hast du den Schlüssel mitgenommen? Aus der Grund hast nachgebaut. Ich liebe es. Das ist einfach geil. Ja, den hinten haben wir schon. Einfach geil. Den Fahrstuhl hier. Wie gesagt, ich hätte mir für die Lunge noch ein bisschen mehr Munition gewünscht. Zumindest mal 15 Schuss. Bin ich ehrlich. 15 Schuss wären auf jeden Fall drin gewesen. Jawohl. Aber sie kriegt jetzt 10% mehr Damage im Februar, ne? Deine St. Elmo nimmst du bitte dann, die, ich hab so eine Idee, um noch ein bisschen mehr rauszuholen.
Ja, das muss man mal testen. Mal gucken. Was? Nein. Ja, dann spielen wir es in Elben oder. Scheiße. Mach das. Ist ja gut, ist halt so wild, ist nicht schlimm. Wer ist denn da schon wieder? Da ist Kölsch und die Sahne. Okay, die anderen bleiben hier. Ich hab die Ouroboros drin, aber die wird er noch nicht mehr bringen, glaube ich. Ach, das ja, geht wegen dem Schaden, die macht, oder was? Ja, in der Scorpio kannst du besser kontrollieren. Da muss man noch an, muss mich noch an den Spießdie gewöhnen, aber so klappt gut, ja. Der Spießdie ist tatsächlich der größte Feind mal am Anfang. Zack, ne? So weil du musst dich wirklich umstellen. Kann man sich umstellen. Nicht irgendeine andere Schrotflinte nehmen? Oh, und eine exotische G36 wäre natürlich auch nice, gell? Ja, die Rock'n'Roll habe ich bei und. Ja, nee, lass uns mal machen, weil Motto muss ins Bett gehen jetzt langsam. So. So, setz dich mal hier hin, ne? Wo ich jetzt sitze, ne? Bleib mal hier in der Deckung sitzen. Okay. Da musst du aufpassen, sobald die, wie heißt sie? Mann, ich werd alt. Buddy und Lucy. Lucy, wenn Lucy fängt, Minigun zu drehen, nichts raus, nicht mal einen Finger rausstrecken, sonst gehst du down halt dementsprechend, ne? Also auf jeden Fall in der Deckung sitzen bleiben. Und wir machen halt den Rest. Und du schießt nur auf Buddy. Nur damit du Bescheid wissen, siehst. Und oben sind zwei Balken und in diesen Balken muss sich der Schaden dann dementsprechend bewegen. Ne, nicht, er darf nicht da raus und nicht woanders in der Bar. Also der Schaden muss sich mitten dieses Anzeigebalken drin bleiben. So, ja? Und du bleibst, wie gesagt, von hier und die Jungs machen dann hier. Dann. Wir drei machen dahin. Tessane, also, du weißt aber, dass der Monitor dir nichts tut, ne? Auch der hat RTL ausgestrahlt. 1-2-1, komm. Liefert der sich voll den PvP-Fight mit dem Monitor, oder? Ja, er will ihn legen. Ja. Ist so. Da ist die Lucy und wo ist der andere Vogel? Genau. Da hinten ist der genau, Buddy. Da kommt okay. Der Buddy. Buddy kommt zu euch, nicht auf Lucy schießen, nur auf Buddy. Und in Deckung. In Deckung, erstmal in Deckung bleiben. John läuft. Wohin auch immer. Yeah. Der ist geil, John einfach losgelaufen. So, wir schießen auf Lucy und ihr schießt auf Buddy. So, Buddy muss nachkommen. Sehr gut. Moin! Aufpassen. Oh! Wo ist das Viech da? Oh. Komm hoch. Wow, wow! Buddy, oh, diese blöde Kuh. Nice. Sehr gut. So ist es, so muss es sein. Nice! Alter! Alle explodieren. Sokolov Maske mit Chance. Die Sonne lässt sich noch ein Tänzchen in den Mund. Ja, wee! Muss man mal einen Handfall schwingen. Hab ja gehofft, dass das beim jetzigen Update kommt, aber da würde ich wohl warten müssen. Es wäre geil, DC im Schnee zu spielen. Oh ja. Ich hoffe ja, mein Traum ist es ja tatsächlich in Division 3. Wird jetzt nicht mehr kommen, aber dass wir einen dynamischen Jahreszeitenwechsel kriegen. Ich ziehe meine Badeshorts an und dann. Das wäre geil. Und wenn sie das nur im Season-Format machen, ne? Ein Jahr, 12 Monate, eine Season, 3 Monate und jede Season mit dem entsprechenden Ding ist natürlich auch, ne? Das wäre absolut geil. Finde ich gut. Projekt Resolve. Ja. Ja, weil man sonst immer so offensiv reingeht und so muss man ein bisschen gucken. Die Deckung ist aber machbar und hab damit schon ein bisschen wenig was reißen können, ja? Geil. Weißt du, wer der John Cena ist, Hane? Nein. Das ist mein Arbeitskollege. Junggeselle. So. Ach du Gott. Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt kommt der Endteil. So, jetzt hier nochmal den vierten Schlüssel. Da musst du dran, da. Oh. Okay. So, ich wechsle. Wir machen einmal kurz sterben. Ich hab mein Ding jetzt, ich hab mein Ding jetzt wieder drin, ne? Ja, ich hab so. Das wäre echt sehr geil, ja, auf jeden Fall. Das wäre echt mega. Oha. Hanne versucht sich zu töten. Ne, wir gehen jetzt rein, die Drohnenstock-Wiederbeleber können hier oben bleiben. Und wir gehen runter und einfach sich umbringen lassen. Weil wir die Spezialmunition brauchen. Minizini! Einfach sich killen lassen.
Ich soll mich killen lassen. Ja, ja, von den Bots killen lassen. Und ich überlebe mit 0 HP. Und dem Typ, der... Ja, der auf dich schießt. Ach, also nicht vom Spieler, der wird das sowieso nicht schaffen, weil das kein PvP ist. Dann komm, Boxen weg jetzt. Machen wir damit den Hardcore Agents auch so, ne, Nerd? Damit ich bestimmt klar bin, Mann. Okay. Ja, ja. Nee, dann hab ich ja vorne gesagt. Und wer steht auf? Der Streamer steht auf. Und nee, der Bernd steht auch auf. Ich hab's gesagt, der wird den immer wegschmeißen. Ja, ich muss aber ich bin sagen, ja gleich wieder, zack. Wenn man den zum ersten Mal läuft, ist das, wenn man so schnell läuft, schon ein bisschen viel, ne? Das habe ich auch gehabt. Nein, also. Klar, natürlich. Also wir laufen jetzt hier nicht... Ja, genau. Alle 3 Monate im Wechsel mit dem wahren Leben, wenn natürlich der Hammer. Das wäre brutal. Wenn sie richtig übertreiben, richtig gut machen würden, würde ich sogar sagen, im wöchentlichen Wechsel irgendwie. Und dann dementsprechend auch Aktivitäten gepaart an diese Wechsel, ne? Aber hat jemand angefangen zu schießen, der Hane schießt und die Bots sind aktiviert. Ja, rein jetzt. So, jetzt bitte, ganz wichtig, nicht in die Kreise gehen. Da vorne sind Kreise. Nicht in die Kreise gehen, bitte. Wir machen nur die Bots clear. Bleib mal hier, wo du jetzt stehst. Einfach mal nicht zu weit rein. Genau, bleib mal deine Deckung. Wir machen die Bots clear und er zeigt dir, welche Kreise ich meine. So, sind ja jetzt dort jetzt oder ist noch einer irgendwo? Nein. So, Desano, komm mal her. Kennst du Desano eigentlich? Bernd? Ja, alles nur von YouTube. Ich kenne euch nur von YouTube, von euren ja, genau. Das reicht Streams auch. Oder von euren. Das, ja, der das sitzt hier vor mir. Das ist. Ja, das ist Desano. Und mit dem, ist doch ein auf Gegner, seinen Hintern. Meine Leben regenerieren nicht. Ja, ich komme gleich zu dir, warte mal. Weil du null bist, McFly. Dann, Bernd, komm mal her. Band, hier, Nerd, in der Deckung. So, er wollte gerade Schnick, Schnack, Schnuck mit mir spielen. Ja, hab ich gesehen. So, deine Platzierung ist weg, hier. Deine Platzierung ist hier, also die Bots spawnen hier, da oben, hier, zum Beispiel, wenn die da laufen, oder hier, da, wo wir runtergekommen sind, da runterkommen, oder hier in der Roland Lack, vielen Dank. Hier sitzen, oder bei Desano drin sitzen. Vielen Dank. Macht hier den Kreis und du willkommen im Death Squad. Und Dankeschön. Roland Lack ist jetzt Mitglied des Kanals. Minigun. Vielen Dank. Und versucht hier an dem Geschütz. Bleib mal in deine Deckung, reinschmeißen den Burschen. Um das Ding zu aktivieren, um den Razor ja, Papa, weißt du, wie das ist? So, deine Aufgabe, sobald die Dicke hier ist, zum dicken Lauf. Vielen lieben Dank, Roland. In den Hintern schießen. Wirklich ungelogen in den Hintern. Da ist eine Schwachstelle da drin. Da kann ich einfach dran vorbei und dann. Ja, der steht hier, beschäftigt sich damit, dass er das Ding aktiviert. Er tut dir nichts, ne? Du musst an ihm vorbei, in seinen Hintern. Bam, bam, bam. Und wird bestimmt schon nice aussehen, wie der Schnee auf dem Agenten. Aber ich am Arsch. Zwischen den Guckt euch so dicker auf der dieselbe Engine, ne? Die Snowdrop Engine 2.0. Guckt euch Avatar an, das Game. Absolut traumhaft sieht das aus. Guckt euch das Star Wars Game an. Das sieht jetzt schon geil aus. Du siehst schon den großen mit dem Minigun. Die Engine, die können das. Also Division 3 wird brutal aussehen. Da lege ich die Hand für ein Feuer, weil das können die, ne? Muss nicht unbedingt. Kann aber alles andere ist immer schwierig bei Massive, aber das können die. Optik, das war's. Dann und Gameplay, das können sie. Kann einfach nur, nicht, wenn kann ich ein Dings rausmachen, die Drohne rausmachen oder soll ich Schild behalten? So gut. Du kannst Schild behalten, Schild ist ja zusätzliche Sicherung, weil die Bots dich pushen, da kannst du ein Schild ziehen, sobald du niedrige Lebensenergie hast, oder Rüstung bzw. er schützt dich nochmal. So, bereit machen, alle soweit? Jo. Alles klar. 3. 2026 wäre absoluter Brüller, aber ich mal gucken, gell? Alter, mal gucken, geht die Pumpe hier. Alles gut. Ja, dass du gleich noch Herzinfarkt bekommst hier. Ist so. Und als nächstes dann, ja, jetzt genau, und wenn du die Bots siehst, halt, ne, auf die Bots schießen, die dann zu dir kommen, ne? Bereit machen. Erst Damage wieder hinten, ja? Ja, genau, erstmal hinten, alle nach hinten laufen gleich. Oh. Bolzen ist drin. Oh, Moment. Ist drin. Der Akku kurz. Warten. Jetzt alle nach hinten. Komm, alle nach hinten. Alle hierher, wo die anderen sind. Ich mach nochmal die Drohne. Du laufst, Ben, du kannst auch nach zu uns laufen jetzt. Oben Damage. Da oben rein, oder was? Ja, und jetzt einfach wegspringen. Oh, ich glaube, ja, genau. Wegspringen. Also weglaufen ist eigentlich immer am besten. Ja, ich habe es versucht, aber hat nicht geklappt. Die Wiederbeleber, die Wiederbeleber verloren haben, kriegen Wiederbeleber gleich wieder zurück. Und jetzt alle auf ihre Plätze. Moment. Bis Sander kommt. Genau, Bernd bleibt da, wo er ist.
Jetzt verkacke ich wahrscheinlich. Alles gut, du verkackst gar nichts, mach dir keine Stress euch. Dicke auf der 2. Dicke auf der 2. Okay, das ist easy. Drohnenstock ist zerstört, alle haben ihre Drohnenstock wieder. Yes, sir. Also bereit machen. Jo. 3, 2. Optisch sieht immer von gut aus, ja. Vorher kommt Gilead 6, wir haben Kündigungsgrund für das gesamte Entwicklerteam. Ja, alle in die Mitte, auf jeden Fall. Oder was? Nee. Du bleibst da, wo du bist. Okay. Bitte da bleiben, einfach. Genau. Wir gehen gleich, wenn wir so weit sind, gehen wir gleich hier vorne Damage machen. Ne, wo wir runtergekommen sind. Siehst du aber gleich, wo wir alle stehen. Bereit machen? Das ist quasi das gleiche wie die China-Mission, nur in groß. Ja, ja. Bolzen ist drin. Ja, Granate auch. Warten. Jetzt nach vorne alle. Bernd hier nach vorne zu uns. Ja, ich komm. Ne, ich hab's dir nicht gesagt, was du machen musst. Am Anfang, damit du jetzt weißt. Ich schau, was ihr da treibt. Ihr treibt. Einfach die Schwachstellen schießen. Und jetzt oben Damage. Und weg, ne? Vorne. Und weg, genau. Einfach weglaufen. Ei, kacke. Alles gut. Ja. Alles gut. Ich bin da. Ach, du bist da, okay. Alle wieder auf ihre Position. Ich helfe euch gleich zu euch. Bernd kommt. Medic ist gleich da. Hill ist hier. Bernd und Ärzte auf die Bots einfach schießen und die Bots klären und warten, bis der Dicke spawnt. Dicker bei 3. Dicker bei 1. Dicke ist weg. Ja, 1 braucht noch ein bisschen. Bereit machen. Warte, warte. Nashi? Jawohl, gut. 3, 2, 1 und rein. Molisano kriegt da richtig hast du gesehen, wie ich geschmeidig wie ein Jungspund. Junge. Wahnsinn. So, ich hab schon gedacht, was ist denn jetzt los? Zweimal gelaufen, jetzt heute schon wieder ein Pro. So, bereit machen. Wollt ihr nicht drin? Granate auch. Jo. Warten. Und jetzt nach hinten alle. Jamme. Drohnenstock liegt. Vorbereiten. Jammer nochmal. Jawohl. Sehr gut. Eigentlich stinkt. Damage. Und jetzt kommt versetzt der Mörser, Schaden verzögert. Ja. Die Mörser kommen jetzt ein bisschen verzögert, Bernd. Die springen nicht sofort. Das heißt, hier Zeit hast du zurückzulaufen, einfach zu deinem Platz und gucken, sobald ein roter Kreis auf dem Boden zur Seite gehen, halt einfach und fertig. So, das passiert ein bisschen später jetzt. Jetzt warten, bis die Dicken wieder spawnen. So, jetzt. Ja, die. Ei. Der Dicke ist jetzt bei uns hinten, Bernd, genau. Dicke auf der 4 hier, genau. auf der 4. Und jetzt hinten auf dem Popo, siehst du? Einfach hier unten hin und er fällt direkt um. Okay, alles klar. Jetzt ist Bernd etwas ausgerastet. So, ja, das ist gut, das ist gut. Ja, bereit machen. Mittendrin stand nur dabei, so muss das sein. Bereit machen? Ja. 3, 2, 1 und rein. Der Zahn hat Umbra angezogen, ne? Ja. Kriegt Heilung, ne? Ja. I love it. Bleib bei der 4. Was? Bleib da, alles gut. Wir machen jetzt nur hier vorne jetzt Damage und dann sind wir schon durch. Okay. So, bereit machen? Immer wieder Ruhe. So, Holzen ist drin? Ja, Granate auch. Sekunde warten. Ist auf. Und alle rein. Damage. Jawohl, alle in den Kreis bitte. Heilung liegt auf dem Boden. Jetzt noch oben Damage. Perfekt. Jetzt an die Konsolen. Genau. So, jetzt und jetzt müssen wir zurücklaufen, Bernd. Komm mal hier zu mir. Genau. Da, wo ich gesessen habe, ja? Ja, genau. Zu der Konsole. Genau. Ich bin da. Und die blinkt jetzt und jetzt müssen wir sie kaputt schießen. Okay. Genau, und dann ist unser Part erledigt, dann können wir looten. Jetzt kann er looten, jetzt können wir warten. Ah, der war gut. Oh Mann, ihr seid schon Spaßvögel, echt. Naja, Unterhalter muss lustig. Ich spiele den GTA 6, bleibt ihr mich treu. Beides, Jäger, beides. GTA muss sein. Sehr gut. So, wird man nebenbei Essen machen, höre ich aber zu. Jawohl, viel Spaß, Rexen. Was gibt's denn?
Scheiß Grauber. Let's go. Echt? So, jetzt hier, wo ist Bernd? Oh, hier bei Desano. Bernd, komm mal her. Hier ist komm mal mit hier auf genau. Ja. Danke dir, Kalum. Danke. So, ein Schlüssel so, hier, den droppt immer nach jedem Lauf, genau, ne? Der ist hier. Hier liegt ein Schlüssel noch. Der letzte, fünfte. Wenn du durchläufst, bekommst du diesen Schlüssel halt, ne? Habe ich, denke ich schon. Jetzt müsste ich 5 haben, oder wie? Genau, jetzt kannst du nachschauen, ob du 5 hast. Warte mal, dann schau ich mal nach. GTA ist nicht mein Fall? Ja, kann ich verstehen, gell? Deshalb, da kannst du gleich. Geschmäcker sind halt verschieden. Ich lieb's halt, ist halt total irre. Ja, die sind halt total bekloppt, gell? Gesicht. Dunkle Stunden. Ja, und ich mag halt Third-Person Games. Und Rockstar Games sind halt so ganz speziell. Und ich mag deren Art. Deswegen, ich freue mich da drauf. Naja. Dankeschön. Danke euch. Aber wie gesagt, Division wird immer. So, hast du 5? Wird immer meins bleiben. Ich hab 5. Alles klar, dann komm mal her. Wird immer nebenbei laufen. Wo der Nerd steht hier. Wo der Nerd steht. Genau, hier oben. Da ist er. Ja, genau. Ja, das habe ich irgendwie gesehen. Stimmt, da seid ihr mit dem. Genau. Mit dem anderen Kollegen hochgewechselt. Und jetzt mega Daumen drück! Jetzt kannst du die aufmachen. Mega Daumen. Yay! Was? Ja! Hast du? Er hat ja Geld bekommen. Jawohl. Ja, geil. Sauber, super. Genau so muss Lauf aussehen. So muss das Lauf aussehen. Das ist das erste Mal gelaufen heute, ne? Ja. Gigi, rüst immer aus. Ja, das alles. Sehr cool. Zieh an, der Gerät. So muss das sein, geil. Ja, rüst immer aus, ich will das sehen. Warte, sofort. Ja, du musst ja anstatt St. Elmo die Egelbeere reinnehmen. Jawohl, guck dir das an. Steht dir. Ja, so muss es, so einfach muss es gehen. Glückwunsch. Sehr geil. Super, sehr das finde ich immer gut. Geil. Wenn man zum ersten Mal läuft, dann hat man die direkt. Super geil. Wie ist die gerollt? Was hat die unten als letzter Attribut? Ist sie voll? Kopfschussschaden. Kopfschussschaden. Ja. Die hat ja standardmäßig. Aber wie voll sind die Attribute? Musst du die, sind die alle auf Max? Sturmgewehr hast du. Ein Sturmgewehr auf 12,5, Lebensenergie 17,5. Sehr gut. Dann sparst dir auf. Ja, dann sparst dir auf mit dem Rekalibrieren bis zum nächsten Update. Weil dann kannst du da noch ein drittes, also ein anderes Attribut drauf würfeln. Ja. Wie bei den anderen Buffen. Und danach kannst du erst optimieren. Mit die Ouroboros, da ist jemand mit mir, der hat mir die gegeben. Die hatte ich nämlich auch nicht. Da haben wir aufgemacht, die Kisten, und da war nichts drin. Der hatte die und hat mir die gegeben. Und dann haben die auch schon so alle Mann so ein bisschen gelästert, wie lange ich brauche, weil die anderen haben, was weiß ich, wie viel mal versucht, das umzurollen, das Ding. Ich auch, und ich habe die einmal umgerollt und hatte Schaden gegen ungedeckt, glaube ich. Sehr gut, ja. Beim Essen. Ja, so muss es sein. Und bleib mal kurz so stehen. Mir glaubt sonst keiner, dass ich mit dir gespielt habe. Warte. Was? Aber auf jeden Fall. Darauf eine Runde Schnickschnack Schnuck. Ein fettes Dankeschön an den ganzen Bot-Clan. Hab ich leider nicht. Wo ist das? Die hast du nicht. Danke an die Bots zum Mitmachen. Der muss ich ausrüsten. Danke zum Mitmachen. Jungs, tausend Dank. Ja, tausend Dank fürs Mitnehmen. Ralf, danke dir fürs Mitmachen, Ralf. Ich hab's nicht vergessen. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Und noch einmal noch. Einmal. Ja, aber zack. Ja. Ja, müssen wir dann mal regelmäßiger machen, solche Sachen. Es gibt's ja nicht. Ja. Alle guten Dinge sind 3. Guck mal, wie doof mein Agent ist. Du hast schon voll lange die Faust da stehen. Du guckst dich einfach ab, was er macht. Ja, so muss das sein. Kiste aus Siegelbäuer drin. Du hast das, die gucken wir jetzt wieder. Ah, cool. Hallo, ich bin... Hallo, ich bin der Agent. Brich ab! Jetzt nochmal auf 3 zusammen, pass auf. Warte, ich muss das. Warte. Jetzt 1, 2, 3. Und let's go. Ja, du hast gewonnen. Ah, oh, da war mal knapp. Ja. Ich komm sofort wieder. Danke für das Selfie. Ja, gerne. Also, E-Mail verkaufen für 0 Euro. Kauf dir keine Sau ab. Ey, das ist geil. Einmal mit gelaufen und das Ding. Ja, das ist super. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das ist. Ich habe, glaube ich, beim zweiten Run ist die mir selber gedroppt und seitdem nie wieder.
Okay. Ja. Ist ungefähr das gleiche mit der Haus in Division 1. Auch wenn Division viele Probleme hat, ist mein Lieblingsspiel. Ja, so sieht's von mir auch aus, Jäger. Das ist der Wahnsinn. Danke, Pense. Ich kann's gar keinem erzählen, dass ich mit euch runtergelaufen bin. Oh, verrückt.